Niemand lebt für immer. Neue Folge mit mir, Dennis. Das Spiel heißt natürlich No One Lives Forever, aber ich dachte, ich übersetze das mal. Denn das kann ich. Ich bin dafür schlau genug. Ich bin nicht schlau genug, um hier weiterzukommen, dachte ich zumindest, bis ich mich hier nochmal umgeguckt habe. Und noch bevor ich im Internet nachschauen musste, gesehen habe, dass der Boden hier anders aussieht. Und ja, das ist halt einfach ein kleiner Luftschacht hier unten, durch den man kriechen kann. Nein, es ist kein Luftschacht. Wir sind ja nicht in einem Star Trek Raumschiff. Es ist tatsächlich der Ort, wo das Fahrwerk eingefahren wird. Ich würde mal sagen, das öffnen wir hier wieder. Da kommen wir her. Dann dürften ja jetzt hier höchstwahrscheinlich wieder böse Leute sein. Alter, wo? Okay. Das ist ja krass, wie sehr man hier totgeballert wird. Ich habe jetzt gerade die Hälfte meiner Lebensenergie verloren und ich lade jetzt nur nicht neu, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der Level nicht mehr so groß sein kann. Immerhin... Wow! Immerhin ist das ja hier ein Flugzeug und Flugzeuge haben eine begrenzte Größe. Das hier ist ja alles schon größer, als das in echt jemals wäre. Speichern wir mal. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt hier nicht mehr so viel kommt in der Mission und wir dann doch vielleicht mal uns retten können vor diesem Angriff der Harm-Organisation auf unser Flugzeug. Ist hier noch jemand? Hallo? Sieht nicht gut aus. Oh, fuck. Der Schotte! You're not going to kill her? What if she wakes up? Now look here, you. I'm not gonna butcher a fellow countryman with a specific grudge. If she wakes up, she can fend for herself. If she dies, then she ain't really a Scot, so I won't feel bad. Now, go get that doctor fella and do a final sweep. Anything that looks important. Papers, files, whiskey, whatever. Yes, sir? Also, er tötet sie nicht, weil er sagt, sie ist eine Schottin und er tötet nicht einfach einen Schotten. Alright, let's go. But some of our men are still aboard. Listen to your crying like a wee girl. They'll have to make do, won't they? Eine lustige Animation. Vor allem haben sie nur ein Flugzeugmodell gehabt und haben das einfach rot und blau angemalt, um zwei Flugzeuge daraus zu machen. Gewitzt. Sehr gewitzt. Guten Morgen, Kate. Find a parachute, get off the plane. Das ist doch mal ein Plan. Okay, sie haben den Doktor, haben sie, nehme ich mal an, wir sammeln mal das hier noch ein. So, hier sind kein Parachutes. Okay, ich nehme an, das werde ich jetzt hier gleich alles nochmal machen dürfen. Achso, da sind aber noch Gegner. Hallo. Okay. Hier ist noch was, das war eben noch nicht da. Okay. Ja, ich sammle das jetzt einmal ein, auch wenn ich weiß, dass ich nur noch 24 Sekunden habe. Wo? Okay, wo ist jetzt dieser hochgelobte Fallschirm? Ich habe nur noch 10 Sekunden. Ich spring jetzt einfach mal raus. Ich habe ja eh keine andere Wahl. Oh, fuck. What is happening? Fucking shit. Okay. Kann ich den... nein. Mein Fallschirm. Fuck, 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 fuck. Was? Jetzt bin ich tot, oder was? Danke. Hä? Wie hätte ich das denn jetzt lösen sollen? Da steht noch eine Ziege da unten. You hit a barn at 130 miles per hour. War das so nicht gedacht, oder was? Na gut. Okay, also jetzt machen wir das nochmal und probieren das. Also vor allen Dingen speichern wir dann nochmal. So, jetzt hier, zack. Das kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Ja, alles klar. Genau, die haben den Doktor entführt und alle wichtigen Papiere und Whisky. Whisky ist auch wichtig gewesen, wichtig genug, um
ihn mitzunehmen. So einen Fallschirm finden wir hier nirgends. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel will, dass wir hier einfach abhauen. Dass das mit dem Fallschirm sozusagen ein roter Hering ist. So, das nehmen wir noch mit. Für den Fall, dass wir hier diesmal rauskommen. Kann sein, dass ich wieder nicht gespeichert habe. Ich speichere mal jetzt. Es gibt hier keinen Fallschirm, ne? Ja. Hier ist ja nirgendwo mehr ein Raum oder irgendwas. So. Catch up to the fellow below you and appropriate his parachute. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Also. Au. Von wo? Von wo? Wo schießt du? Da. Jetzt hab ich toll. Ja, ich kann überhaupt nicht. Ich treffe die überhaupt nicht hier, die Spackos. Wie viel Muni habe ich noch? Ah, genug. Hoffentlich. Hä? Wo ist der jetzt hin? Da ist noch einer. Boah, ich bin fast tot. Scheiße. Okay. Hm. Das ist ja echt eine wahnsinnig schwierige Angelegenheit, muss man da einfach mal sagen. Ist nicht so richtig viel Lebensenergie mehr. Okay. Gut. Das heißt, ich muss jetzt gleich gucken, dass ich hier... Wo kommen die dann her? Da ist einer. Man ja praktisch nicht hier die Typen. So, den ersten haben wir. Da fällt ein Zivilist runter. Das Flugzeug fliegt aber auch eine komische Runde da oben irgendwie. Es wirkt nicht so, als wäre das realistisch. Ja, ich weiß, das will das Spiel auch gar nicht sein. So, okay, jetzt haben wir zumindest mal die ersten drei hier erwischt. Haben wir es jetzt bald mal hier, Kollege? Kommen doch jetzt bestimmt noch mehr. Ja, muss ich doch. Ah, Mist, ey. Ja, es ist, die Mission ist auf jeden Fall einfacher, wenn man weiß, was hier passiert. Ja, komm. Aber halt auch nicht so einfach. Man muss ja trotzdem immer noch alles richtig machen, im richtigen Moment. Zum Beispiel die Leute abschießen. Ich weiß noch nicht genau, muss ich einfach nur so ungefähr über dem sein? Müsste ich den nicht langsam erreicht haben? Meine Güte. Habe ich. So, hier. Du bist auch hin. Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Fuck. So, jetzt. Entschuldigung. Ich bräuchte mal Ihren Fallschirm. Können wir das vielleicht jetzt hier einfach schnell klären, weil... Okay, muss ich den jetzt abschießen oder wie funktioniert das? Ja, ich muss ihn nur einsammeln sozusagen. Please be full of hay. Please be full of hay. It's not full of hay. Bitte, bitte sei voller Heu. Sie landet elegant wie eh und je, die Kate. Beim zweiten Versuch, zugegeben. Ja, sie sind ein bisschen beeindruckt von mir. Und mit was? Mit Recht. Okay, damit hätten wir geklärt, dass Kate auch, zumindest laut einem Schotten, der müsste es ja wissen, sind wir wohl Schottin. Ich dachte, wir sind Engländerin. Aber es würde ja passen zu der Persiflage auf James Bond, dass wir auch eine Schottin sind. Okay, das war eine kurze Mission, das brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht in der Tiefe hier angucken. Wir haben nur 16 Minuten gebraucht insgesamt. Ja, nichts Besonderes. Congratulations, you have failed again. Although the circumstances were certainly extraordinary in this case, don't expect much sympathy from command. Unity cannot afford failures, however justifiable. Ich werde jetzt angekackt, weil ihr zu blöd wart, dieses Flugzeug geheim zu halten, in dem wir waren. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich hab den Typen aus Ostdeutschland rausgeholt. Ich habe mich mit dem angefreundet. Der war bereit, mir alles zu sagen.
Und dann seid ihr zu doof, um uns da geheim rauszuschaffen, so dass das niemand mitbekommt. Oh Gott, ey. I'm impressed, Agent Archer. I expected that promoting you to field operations would be disastrous, but I never imagined a catastrophe of these proportions. You've now managed to botch 2 high-profile, high-stakes missions. Care to explain? Sie sind nicht zufrieden mit uns, um es mal kurz zu sagen. Sie sagen, oder er sagt, wir hätten jetzt schon 2 Missionen verkackt. Das hatte er nicht erwartet. Also wir haben seine Erwartungen noch übertroffen. If you can master your animosity enough to address me in a civil tone, I'll attempt to explain in terms you might understand exactly how I believe we've arrived at this impasse, sir. Also wenn Sie sich mal kurz zurückhalten können mit Ihren Vorurteilen gegenüber mir, dann werde und sich zivilisiert ausdrücken, dann werde ich versuchen zu erklären, wie wir in diese Situation gekommen sind. Und zwar in Worten, die Sie auch verstehen können. Das sage ich. Ich finde, das ist ein sehr schöner Satz. Ich habe das Beste im Rahmen der Umstände gemacht. Ist langweilig. If you can master your animosity enough to address me in a civil tone, I'll attempt to explain in terms you might understand exactly how I believe we've arrived at this impasse, sir. Your inadequacy is matched only by your impertinence. If you find my manners offensive, I suggest you find a line of work more suited to your delicate nature. Gardening, for example. Or perhaps motherhood. This is getting us nowhere. Neither is she. I plan to submit a formal request to review her record for dismissal. You'll do nothing of the sort. Even if we had the luxury of discharging one of our last remaining operatives, which we don't, there are proper channels to consider. No agent of Unity has ever been relieved of duties without a formal, thorough inquest. Personally, while I admit that I'm concerned about the results we've seen thus far, I'm not convinced that Agent Archer is entirely to blame. Until I am convinced, we'll continue with our current plan of action. Was ist denn unser Plan? Don't thank me yet. It's quite probable that things will get worse before they get better. I don't see how that's possible. Did you get a look at your assailant? Aye, that I did. Did you recognize him? Sergeant Magnus Armstrong, born in Glasgow, Scotland, 1925. Frequently in trouble as a lad due to a penchant for fighting. By all accounts, he was a good-natured, likable young man. Never bullied anybody, only picked fights with boys that were game for a brawl. Got kicked out of several schools before his parents finally stuck him in a military academy. During the war, he served as a sapper in France and Germany, everything from mine removal to demolitions and sabotage. Earned himself quite a reputation for his reckless antics. The most popular legend had to do with a bridge he allegedly crippled with nothing but a shovel and a hand grenade. A German supply train did the rest. When it reached the weakened section of the bridge, the whole structure came crashing down. It's a shame this chap ended up on the wrong side of the law. To the best of our knowledge, he's never been involved in anything this big before. Most of his arrests since returning from the war have been related to public brawling. Any theories on why he didn't simply shoot you when he had the chance? I'll be sure to ask him when I bring him in. That's assuming you get the opportunity. She just might. We may have a lead. This morning, West German custom officials in Hamburg discovered several suspicious-looking chemical containers aboard a Finnish cargo freighter. Fortunately, these chaps decided to inform us rather than seizing the contraband outright, which gives us a chance to conduct a covert investigation. You believe this is the link to Dr. Schenker? It could well be. If so, given the specific chemicals found aboard the freighter, it's a fairly safe bet the kidnappers are not only aware of Dr. Schenker's research, but also determined to capitalize upon it. If our theories are correct, the kidnappers are in Hamburg, or will be arriving shortly. A good spy could find them. Fortunately, we're sending a good spy on this mission. You'll be working with him. A new partner? More like a supervisor. An American named Thomas Goodman. Perhaps you've heard of him. Aye, but I thought he was killed in Amsterdam. Nearly. He's a resourceful chap, though. Made a daring escape on a stolen bicycle with half the Dutch police force in hot pursuit and KGB agents waiting in ambush around every corner. Did you say? I'm sure he'll recount it if you ask him.
At any rate, you're to rendezvous with him in Germany and see what the two of you can dig up. You'll take your orders directly from him during this mission. Thank God. Very good, sir. Thank you. Agent Archer? Yes, sir. What was it like falling out of that plane? I promise to tell you about it sometime. I tell you she's a liability. Perhaps, but I'm not convinced yet. What will it take to convince you? How many more catastrophes must we suffer through? Because keeping her on the active list will lead to further disasters. Of that, I'm certain. Yes, I can see that you are. Our purpose is to preserve freedom, to protect innocent lives, to combat evil wherever it manifests. We can't afford to tolerate anything that stands in the way of that goal. The girl may be spirited, but she's virtually incompetent. I admire your sense of duty, but I question your judgment. I can't say that at my prime I would have performed any better than she under the circumstances. You're assuming her reports are entirely genuine. Personally, I wouldn't be at all surprised to learn that she'd colored the facts. The bloody things read like adventure novels. So now you're indicting her credibility? Does that seem unreasonable? The girl was a thief, for goodness sakes. A little skepticism seems prudent. I'll take it under advisement. Look, it's not too late to pull her off the assignment. I've read the American's file. He's perfectly capable of handling an operation like this on his own. Probably so. But I have the strangest feeling a woman's touch is exactly what we need on this one. I can't argue with you when you're like this. No, you can't. I hope you realize you're letting yourself be ruled by intuition. Reason tends to make a far more reliable counselor. You might ruminate on that adage yourself. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Gespräch. Also, das muss man dem Spiel jetzt auch einfach mal ankreiden, finde ich. Ich kriege jetzt wieder ein Tutorial. Das machen wir gleich, aber das ist schon sehr laberig immer. Diese Briefings oder Debriefs nach den Missionen. Mein Gott, das hat jetzt 5 Minuten gedauert, haben die mich dazu geschwallt. Und Kate hat ja auch mitgeschwallt, weil sie ja offensichtlich diesen Schotten kannt, den Herrn Armstrong. Das ist ein Schläger, also so ein barbarischer Prügeltyp eigentlich, der im Krieg gekämpft hat, also im Zweiten Weltkrieg, und der danach halt immer mal wieder aufgefallen ist und mit dem Gesetz aneinander geraten ist, aber immer wegen irgendwie Körperverletzungen, Schlägereien und so in der Öffentlichkeit. Und dass der irgendwie mit Harm zusammenarbeitet und mit Geheimdiensten zu tun hat, das war bisher überhaupt nicht bekannt oder der Fall. Das wissen wir einfach noch nicht, wie es dazu kam, dass er da jetzt reingerutscht ist in diese Rolle als offensichtlich Scherge oder Erfüllungsgehilfe von dem Volkov, von dem Oberbösen. Das hat Kate alles von sich gegeben und im Endeffekt ging es die ganze Zeit nur wieder darum, dass die Geheimdienstler sich nicht einig sind, ob sie Kate misstrauen, ob sie inkompetent ist oder nicht, ob sie ihr zutrauen, die Mission zu erledigen, weil bisher sei ja alles schiefgegangen und jetzt am Ende wurde sie sogar als Lügnerin gemutmaßt, ja, oder fast schon verurteilt von dem, der sie immer nicht mag, diesem schlanken Typen mit dem Schnurrbart, weil sie war ja mal Diebin und natürlich sind ihre Berichte dann jetzt übertrieben, erschummelt und sonst was. Das kann ja gar nicht sein, was sie erlebt hat. Aus dem Flugzeug gefallen und noch Leute erschossen. Das hat noch nie einer gemacht. Das kann ja gar nicht passiert sein. Deswegen haben sie uns jetzt einen amerikanischen Spion an die Seite gesetzt für unsere nächste Mission in Hamburg, wieder in Deutschland, wo wir einen finnischen Frachter irgendwie uns angucken sollen, so habe ich es verstanden, wo angeblich Chemikalien drauf sein sollen, die was zu tun haben könnten mit der Superwaffe, mit der Chemiewaffe, um die es hier geht. Warum jetzt genau Hamburger Hafenkontrolleure, die den Frachter untersucht haben, zuerst den britischen Geheimdienst informiert haben und nicht die Polizei oder den Zoll oder so, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber egal, wir fliegen jetzt nach Hamburg, wir sind also gerade aus Berlin losgeflogen, wurden dann abgeschossen über Westdeutschland, sind dann wahrscheinlich mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo hingefahren, wo es einen Flughafen gibt, sind dann nach England geflogen, wo wir Bericht erstattet haben und fliegen jetzt zurück nach Deutschland. Man hätte ja auch mal telefonieren können vielleicht nach dem Absturz und dann direkt nach Hamburg fahren. Gut, egal.
Wir machen nächste Folge diesen Parcours hier, lernen ein paar neue Techniken kennen, ein paar neue Gadgets wahrscheinlich. Und dann geht's ab nach Hamburg und dann gucken wir mal, was wir auf diesem Frachter rausfinden und wie dieser etwas seltsam aussehende amerikanische Spion, den wir eben schon auf den Fotos gesehen haben, der sah ja doch sehr spackig aus irgendwie, wie der sich dann macht in der nächsten Mission, ob er uns sehr viel im Weg stehen wird. Wahrscheinlich schon. Und am Ende wird er die ganzen Lorbeeren bekommen und Kate fällt wieder hinten runter. So wird's kommen. Na gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.